Tja, Leute, ich habe geguckt und geguckt und gesucht, ich habe nichts gefunden. Also entweder ist es im ersten Bereich der Anstalt, wo ich jetzt nicht mehr hin kann, oder ich bin blind. Auf jeden Fall, ich werde jetzt erstmal hier die Anstalt abschließen und werde mich dann hier in Ruhe im ganzen Haus nochmal umsehen, was ich denn jetzt verpasst habe. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht 100% versaut, das wäre bitter. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sowohl hier als auch in einem anderen Bereich wieder hinzukommen, wegen Sachen einsammeln. Von daher, wir helfen jetzt erstmal der Joy. Übrigens, ich habe mir hier die Zeichnungen nochmal genauer angeguckt. Ein umgekipptes Bett, was? Wieso kann ich denn das schon? Was soll Iris uns mit dieser Meldung mitteilen? Warte, zeig mal her. Gequält. Gejagt. Iris wurde von ihrem Angreifer gefasst. Wieso kann ich diese ganzen Hinweise schon sammeln hier? Sie ist aufgewühlt. Auf jeden Fall irgendwie dämonentechnisch ist hier irgendwas am Gange. Ne, weil hier vor allem dieses Bild, das finde ich sehr aussagekräftig. Ja, die Hexenverbrennungen von Salem ist ja berühmt-berüchtigt, dieses Bild. Das sind eindeutig Dämonen da. Die Verlorenen. Was will uns Iris mit dieser Zeichnung mitteilen? Zwei Sachen will sie uns mitteilen. Und zwar... auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und warte nochmal... ach ja, die Glocke. Die habe ich erst gar nicht wahrgenommen. Was betrifft einen Glockenmord? Das Verbrennen eines Opfers auf dem Scheiterhaufen. Wie viele, so, 5 von 8 haben wir jetzt hier. Ich vermute mal, weitere Hinweise kriegen wir von Iris selber. Hier ist nämlich sonst nichts mehr. So, Joy. Poltergeist! Ist hier wieder eine Kamera, die ich ausschalten muss? Nee. Wir sind da, Mädchen. Wie kommt sie nicht? Wie kommt sie nicht? Wie kommt sie nicht? Verdammt. Und wir haben uns wegen der Schocktherapie Sorgen gemacht. Er hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde heraus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Ihr bekommt sie nicht. Ihr bekommt sie nicht. Jemand weiß nicht, was Koma bedeutet. Dieses bedeutet Schutz. Ein Vertrag? Sie weiß es noch, sie weiß es noch! Kein Vertrag! Okay.
Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Iris sieht mich. Ist sie auch ein Medium? Ja, natürlich. Wie soll sie sich sonst sehen? Jetzt sind es auf einmal 6 von 9. Ah, hier. Guck mal, das umgestoßene Bett. Iris scheint sehr aufgewühlt zu sein. Ja, Spoiler. Was hat sie denn hier gekritzelt? Kann ich da irgendwas mitnehmen? Dann soll ich jetzt wohl von ihr Besitz ergreifen und sie beeinflussen, wa? Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Stelle fest, was Iris über den Glockenmörder weiß. Untersuche Iris Zimmer. Warum geht diese Tür nicht auf? Warte. Oh. Kann dir doch nicht helfen. Vielleicht ein Hinweis im Klo? So wie bei Cursed Forest? Wofür sind diese Dinger? Für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht... Nein. Blau. Blaue Augen. Kalt wie der Tod. Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen. Wolfsaugen. Blaue Starren. Blaue Augen. Jemand mit blauen Augen verstörte Iris sehr. Hieß es nicht letztens, der Mörder hätte irgendwie... Da war aber nicht die Rede von blauen Augen, oder? War es nicht irgendwie grün oder so? Muss ich nochmal mit dir reden? Oder wo ist jetzt der letzte Hinweis? Wow. Hallo Leute, ich gehe wieder rein. Ich kann es auch nicht beenden. Das heißt, ich muss auf jeden Fall diesen letzten Hinweis noch finden. Ich hoffe nur, ich habe mich hier jetzt nicht in irgendeine Sackgasse manövriert. Weil ich mich hier... Halt. Was will Iris uns mit dieser Zeichnung mitteilen? Brüder sind es nicht. Es sind zwei Mädchen. Und sie sind verbunden. Gefesselte Zwillinge. So, und jetzt? Stelle fest, was Iris über den Glockenmörder weiß. Ich habe 7 von 7 Hinweisen. Was soll ich denn jetzt noch machen? Hallo? Wenden hier noch irgendwo irgendwas. Das ist... Ach Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich habe diese ganze Ermittlung verbuggt. Weil ich mich hier vorher schon umgesehen habe. Ich habe hier nichts mehr. Ich kann nichts mehr machen. Das kann ja wohl nicht... Ach Mann. Ich kann mit ihr nicht sprechen. Ich kann mit ihr nicht sprechen. Ich stecke fest. Und das heißt für mich, ich starte einfach mal den letzten Checkpoint. Dann machen wir es halt schnell nochmal. Was soll's. Und hoffen, dass diesmal besser klappt. Ich kann ja die Sequenz überspringen. Wir starten wieder hier hinten. Na gut. Wenigstens speichert er ja die Collectibles. Denn wenn ich jetzt das hier... Ich kann das jetzt nicht mehr enthüllen, zum Beispiel. Geh doch einfach durch. So. Dann machen wir hier auch gleich auf. Und hier machen wir auf. Joy. Oh, Mädchen. Ein bisschen schneller, bitte. Wir kennen das ja alle schon. Joy?
So, Iris sieht mich. Iris, immer eine von eins. Was? Was zum Teufel? So, 0 von 7 Hinweisen. Jetzt fangen wir nochmal an. Das umgekippte Bett. Kunsttherapie. Das kennen wir ja alle schon. Auf dem Scheiterhaufen verbrannt und Glocke. Ich überspringe das jetzt mal alles, ne? So, was hatten wir noch? Hier. Aufgewühlt. Dann hatten wir hier die Details. Gejagt und gequält war das. Dieses hier hatten wir. Zwei Mädchen verbunden. Und dann natürlich die blauen Augen. Sind diese Dinger für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht. Nein! Blau. Blaue Augen. Kalt wie der Tod. Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen. Wolfsaugen. Blaue Starren. So, diesmal kann ich die Ermittlung auch abschließen. Seht ihr, das war nämlich total verbuggt, weil ich hier vorher schon drin war. Das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen? Armes Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lasst uns in Ruhe! Alles okay? Ronan. Es ist Rose. Flammen. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben! Wer seid ihr? Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr, hilf ihr. Na los, sie kommt mit uns. Nein! Sie nicht mit! Hör zu, willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit und such's dir aus. Unsere Gruppe wird größer. Iris und ihre Schwester wurden vom Glockenmörder gefasst. Iris entkam, aber ihre Schwester verbrannte. So, ich mach hier kurz die... Mich stört sowas immer, wenn da irgendwo neu steht. Obwohl ich das schon kenne. Ich muss das immer gleich erstmal. Das ist so ein Tick von mir. So, kann ich die Tür hier zumachen vielleicht, dass die da nicht wieder
Da ist ein Pfleger, wartet, um den kümmere ich mich. Poltergeist! Dann machen wir hier die Tür auf, damit die raus können. Kamera? Haben wir noch eine Kamera? Dieses Radio! Was ist mit diesem Radio? Silent Hill, das Grüßen. Sowas wie periphere Sicht haben die nicht. So, Mädchen, dann sind wir ja draußen. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit... Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat. Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Na, aus dem Museum. Das haben wir bestimmt hier irgendwo als Hinweis auch dabei, dieses Museumspamphlet. Das könnte zum Beispiel dieses hier sein. Nein, das hier, da ist es. Die Gala-Einladung zum Museum. Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komme später nach. Geh. Gut. Komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Finde die mögliche Glockenmörder-Überlebende in der Anstalt und wir haben keinen Sound mehr. Untersuche die Gala auf Verbindungen zum Glockenmörder. Wie können der Glockenmörder oder seine Taten mit der Gala in Verbindung stehen? Na, es geht doch um die Hexenverbrennungen, habe ich doch gesagt, von Anfang an. Um die, Hexenprozesse von Salem. Das konnte gar nicht anders sein. Und das ist natürlich die Verbindung zum Museum. Begib dich zum Historischen Museum Salems. Ja, aber erstmal müssen wir da nochmal rein, leider. Ab in die psychiatrische Anstalt, Lux Eterna. Uns fehlen nämlich immer noch zwei Collectibles, die werde ich aber jetzt gleich offscreen suchen. Das heißt, sobald der Ronan die Anstalt betreten hat, werde ich hier einen Schnitt machen und sehe euch dann wieder, wenn ich diese zwei Dinger gefunden habe, die sich uns bis jetzt entzogen haben. Denn nach wie vor strebe ich natürlich nach den 100%. Also, bis gleich.